Georges Canguilhem, Die Erkenntnis des Lebens. Eine Rezension aus meinem Buch. Die Materie bleibt und die Form vergeht. Georges Canguilhem, 1904 bis 1995, war ein französischer Arzt und Philosoph. Als Nachfolger von Gaston Bachelard, lesenswert Die Bildung des wissenschaftlichen Geistes, Beitrag zu einer Psychoanalyse der objektiven Erkenntnis und Vorbild von Pierre Bourdieu, lesenswert Ethik, behandelte er die Philosophie aus der Sicht der Medizin, der Biologie und des Lebens. Er ging weit über die Lebensphilosophie von Henri Bergson hinaus, indem er die Naturwissenschaft und das wissenschaftliche Denken insgesamt in seinen Schriften mit berücksichtigte. Er schaffte einen neuen Zugang zur Epistemologie, zur Erkenntnistheorie, indem er sie von der Wissenschaftstheorie auf die Medizin und die Biologie ausweitete. Canguilhem wurde auch von existenzialistischen Philosophen und Schriftstellern wie Jean-Paul Sartre und Paul Nizan und nicht zuletzt von der gesamten Sozialwissenschaft beeinflusst. Er übte unter anderem großen Einfluss auf Jacques Derrida, Michel Foucault und Louis Althusser aus. Seine Philosophie setzt sich zusammen aus Überlegungen hinsichtlich des Menschen als soziales Wesen und des Menschen als biologisches, aus medizinischer Sicht betrachtetes Wesen. In diesem Buch geht es hauptsächlich um biologisch-medizinische Fragen. Was ist eine Zelle? Die Zelltheorie wird von Canguilhem hinterfragt und durch eigene Erkenntnisse angereichert. Das Wort Milieu fällt sehr oft, um damit auf das innere Milieu im Organismus eines jeden Menschen hinzulenken und nicht so sehr auf das äußere, objektive, gesellschaftlich geprägte Milieu. In diesem Zusammenhang beschäftigt er sich eingehend mit den Werken des Physiologen Claude Bernard, der die Funktion von Bauchspeicheldrüse und Leber bei der Verdauung entdeckte, welchen er auch öfter zitiert. Zitat: Die Wissenschaft im Altertum konnte nur das äußere Milieu begreifen. Man muss aber, um die biologische Experimentalwissenschaft zu begründen, darüber hinaus noch ein inneres Milieu begreifen. Das vom Organismus geschaffene innere Milieu ist ein besonderes für jedes Lebewesen. Es ist deshalb das wahre physiologische Milieu. Bezüglich des lebenden Organismus stellt Canguilhem fest, dass es in der Medizin und in der Biologie für eine richtige Erkenntnis wichtig ist, bei lebenden Organismen das Lebendige nicht außer Acht zu lassen, selbst wenn sich dadurch die Schwierigkeit ergibt, dass sich das Lebendige ständig ändert und nicht ganz fassbar ist. Wie in der Quantenmechanik die neue Erkenntnis, dass Atome nicht gleichzeitig beobachtet und gemessen werden können. Zitat: Um die Phänomene des Lebens zu analysieren, notwendigerweise mit Hilfe der Verfahren der Vivisektion in die lebendigen Organismen eindringen muss, räumt er damit nicht ein, dass die Spezifizität des biologischen Gegenstandes eine ganz andere Methode verlangt als die der Physik und der Chemie. Canguilhem denkt über das Lebendige nach, wobei er als Hilfsmittel den philosophisch geprägten Begriff des Vitalismus heranzieht. Der Begriff künstlich wird dem Begriff lebendig gegenübergestellt. Zitat: Künstlich will sagen, was auf einen begrenzten Zweck hinzielt und sich deshalb dem Lebendigen gegenüberstellt. Künstlich oder menschlich oder anthropomorph unterscheiden sich von dem nur Lebendigen oder Vitalen. Alles, was dahin gelangt, in Gestalt eines klaren und begrenzten Zweckes zu erscheinen, wird künstlich. Und das ist ja die Tendenz der zunehmenden Bewusstheit. Darin besteht auch die Arbeit des Menschen,
wenn er sich bemüht, ein Objekt oder ein spontanes Phänomen so genau wie möglich nachzuahmen. Das sich seiner selbstbewusste Denken bildet von selbst ein künstliches System. Wenn das Leben einen Zweck hätte, wäre es nicht mehr das Leben. Paul Valéry. Genauso beschäftigt sich Canguilhem mit dem Gegensatzpaar mechanisch, Maschine und lebender Organismus, indem er zu dem Schluss gelangt, dass der lebende Organismus der Maschine voraus hat, dass er bildend agiert. In diesem Zusammenhang zitiert er Kant. Die Maschine besitzt also eine bewegende Kraft, aber keine bildende Kraft, die in der Lage wäre, sich einer äußeren Materie mitzuteilen und sich fortzupflanzen. Sehr interessant ist auch die Beschreibung des Zeckenlebens im Zusammenhang mit Zeitdauer und Reiznotwendigkeit. Die Zecke kann 18 Jahre lang auf die Möglichkeit einer Fortpflanzung warten, wenn sich kein Mensch finden lässt, auf den sie fallen kann. Denn nur der Geruch ranziger Butter löst bei der Zecke das Signal aus, sie könne sich jetzt vermehren. Alles andere wird von der Zecke ausgeblendet. Gegen Ende des Buches beschäftigt sich Canguilhem mit dem Menschen und der Wichtigkeit seines selbstgeschaffenen Milieus. Das heißt, vom individuellen, lebenden, inneren Menschen versucht er einen Bogen zum äußeren, milieuabhängigen, objektiven Menschen zu spannen. Innen und außen, individuell und allgemein, subjektiv und objektiv, kontinuierlich und diskontinuierlich, Teil und Ganzes sind nur einige der Gegensatzpaare, die der Autor analysiert. Eine wichtige Schlussfolgerung des Autors bezieht sich auf den Begriff der Normalität im Gegensatz zum Pathologischen. Er meint, dass man in Verbindung mit dem Lebendigen etwas als normal nur aufgrund von Vergleichen der Änderungen in ein und demselben Individuum ansehen sollte und nicht aufgrund der Vergleiche zwischen unterschiedlichen Individuen. Zitat: Warum so verschiedene Autoren wie Henri Loger, Henri Sigerist und Kurt Goldstein denken, dass man das Normale nicht durch einen einfachen Bezug auf den statistischen Durchschnitt bestimmen kann, sondern durch den Vergleich des Individuums mit sich selbst in verschiedenen Situationen, die entweder als identisch aufeinander folgen oder variieren. Am Ende reflektiert der Autor über die Funktion der Einbildungskraft und Fantasie beim Menschen seit dem Mittelalter und stellt Überlegungen hinsichtlich der Schwierigkeit, auch im wissenschaftlichen Bereich Realität und Fiktion auseinanderzuhalten. Einige Vorbilder und Namen, auf die Canguilhem in diesem Buch Bezug nimmt, sind Auguste Comte, Karl von Linné, Georges-Louis Leclerc, Buffon, Lorenz Oken, Virchow, Ernst Haeckel, van Helmont, Max Scheler, Lamarck, Darwin, Karl Ritter, Pascal, Newton. Alles in allem denkt Canguilhem in diesem Buch über die Möglichkeit nach, Medizin und Biologie aus dem Lebendigen heraus zu erklären und sich von allzu oft gedachten Verallgemeinerungen zugunsten partikulärer Erklärungsmodelle zu verabschieden. Weitere wichtige Sätze aus dem Buch. Nun besteht der Konflikt allerdings nicht zwischen Denken und Leben im Menschen, sondern zwischen Mensch und Welt im menschlichen Bewusstsein von Leben. Denken ist nichts anderes als eine Loslösung des Menschen von der Welt, die den Abstand, die Befragung, den Zweifel, Denken ist Abwägen und so weiter, angesichts eines aufgetauchten Hindernisses erlaubt. Konkret besteht die Erkenntnis in der Suche nach Sicherheit durch Verringerung von Hindernissen, in der Konstruktion von Anpassungstheorien. Sie ist also eine allgemeine Methode zur direkten oder indirekten Auflösung der Spannungen zwischen Mensch und Milieu.
Die Materie bleibt und die Form vergeht. Nach dieser kosmischen Vision liegt das Leben in der Form und nicht in der elementaren Materie. Man kann von den Teilen zum Ganzen gehen oder aber vom Ganzen zu den Teilen. Es läuft nicht auf dasselbe hinaus, ob man sagt, dass ein Organismus aus Zellen zusammengesetzt ist oder ob man sagt, dass er in Zellen zerfällt. Die Materie und die Form. Das Individuum ist das, was hinsichtlich seiner Form nicht geteilt werden kann, obgleich man hinsichtlich der Materie die Möglichkeit der Teilung erkennt. Mechanismus und Vitalismus stehen sich im Hinblick auf das Problem der Strukturen und Funktionen gegenüber. Diskontinuität und Kontinuität im Hinblick auf die Abfolge der Formen. Präformation und Epigenese im Hinblick auf die Entwicklung des Seins. Atomizität und Ganzheit im Hinblick auf das Problem der Individualität. Die Kunst der Prognose gewinnt die Oberhand über die Kunst der Diagnose, von der sie abhängt. Es ist ebenso wichtig, den Verlauf der Krankheit vorherzusehen, wie deren Ursache zu bestimmen. Was das Problem der Polyvalenz der Organe anbelangt, so soll darauf verwiesen werden, dass wir für die meisten Organe, von denen wir annehmen, dass sie gewöhnlich einer bestimmten Funktion dienen, in Wirklichkeit nicht wissen, zu welchen anderen Funktionen sie ebenso dienen können. So wird der Magen prinzipiell Verdauungsorgan genannt. Es ist jedoch tatsächlich so, dass man nach einer zur Behandlung eines Geschwürs vorgenommenen Gastrektomie eher Störungen in der Blutbildung als Verdauungsstörungen beobachtet.